Die Kita Löbbeckenkopf in Iserlohn. Hier werden schon seit 39 Jahren sogenannte Regelkinder zusammen mit behinderten Kindern in einer Gruppe betreut. Ich arbeite in der Einrichtung, seit es die Einrichtung gibt. Und ich finde es eine ganz tolle Arbeit. Die Kinder untereinander wissen nicht, wer zählt zum Regelbereich, wer zählt zum Behindertenbereich. Die verstehen sich wunderbar und da gibt es keine Unterschiede. Gerade dieser soziale Aspekt, dass man miteinander lebt, dass man Schwächen der anderen nicht als Schwächen sieht, sondern einfach die Ressourcen der Kinder sieht, die aufarbeitet, die Freude der Kinder sieht. Die Kita ist eine der wenigen, die ein Schwimmbad haben. Im 80 cm tiefen Wasser können bis zu 12 Kinder nach Herzenslust planschen. Dass wir schon auch in Iserlohn ein Alleinstellungsmerkmal haben, dass wir Kindern mit und ohne Behinderung die Möglichkeit geben können, hier sich an das Element Wasser zu gewöhnen und denken wir Vorleistungen Leistungen erbringen können für die Kinder, damit sie halt schneller das Schwimmen lernen und nachher in der Schule eben auf viele Dinge schon vorbereitet sind. Die Temperatur des Wassers beträgt in der Regel 32 Grad, die der Luft 34 Grad. Ja, das soll so sein, weil gerade die Kinder mit Behinderung eben nicht auskühlen dürfen, während sie im Wasser sind. Und deshalb ist es von vornherein auch so angedacht gewesen, dass eben die Temperatur so hoch ist. Die Erzieherinnen erleben oft Schicksalsschläge der Kinder. Vor Jahren war ein kleiner Junge in der Kita. Er hatte Krebs und war stark übergewichtig. Der in seinem Leben schon sehr viel durch Erkrankungen mitgemacht hatte, der aber einfach hier aufgeblüht ist und der so angenommen wurde von den anderen Kindern und so respektiert wurde, dass das für ihn einfach auch eine unheimlich schöne Erfahrung war und natürlich auch für die Eltern, die dann erleben, wie es ihrem Kind dann wieder gut geht. Fredi Caminardi ist seit mehr als 60 Jahren bei der AWO. Der heute 94-Jährige setzte sich für den Bau des Schwimmbades in der Kita ein. Mir war vor allen Dingen wichtig, dass hier in diesem Hause hier Behinderten-Schwimmmöglichkeit für behinderte Kinder hier unbedingt gefördert werden sollte. Die Kita besitzt ein Fotoalbum mit Bildern, die bis zur Eröffnung zurückreichen. Zu der Zeit wurden behinderte Kinder normalerweise außerhalb der Stadt in speziellen Einrichtungen betreut. Das war die Eröffnung. Das ist Herr Caminardi, der war ja vorhin mit hier. Herr von Brocke, unser damaliger Geschäftsführer. Und Werner Windhöfel, der Leiter der Einrichtung. Der hat mich damals eingestellt, die beiden. Der hat mich auch eingestellt. Ja. Der auch. Ja, das war noch Zeit.